Liebe Teilnehmer unserer heutigen Veranstaltung aus der kleinen Reihe anlässlich der Weltkontinenzwoche in diesem Jahr. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Hamburg-Ost und freue mich, Ihnen heute aus urologischer Sicht einen kleinen Einblick in den Beckenboden bzw. in Störungen der Beckenbodenfunktion geben zu können und lade Sie ein, aktiv mitzuwirken in dieser Veranstaltung, Ihre Fragen zu stellen und mit mir sozusagen zu diesem Thema in den Austausch zu kommen. Dieser Vortrag wird aufgezeichnet und aus diesem Grund haben wir keine Möglichkeit, direkt miteinander zu kommunizieren. Das heißt, Sie haben im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, Ihre Fragen via Chat zu stellen und auf die werde ich natürlich ausführlich eingehen. Ich möchte Sie deshalb bitten, Ihre Mikrofone auszuschalten und sie auch während des gesamten Vortrages ausgeschaltet zu lassen. Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Dr. Petra Anhäuser. Ich bin Chefärztin der urologischen Abteilung an der Asklepios Klinik in Wandsbek. Mit dieser Abteilung sozusagen begleite ich mit den Kollegen der Viszeralchirurgie und der Gynäkologie, von denen Sie in den vergangenen Tagen schon zu diesem Thema Vorträge gehört haben, das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Hamburg-Ost. Lassen Sie uns beginnen mit dem heutigen Thema Funktionsstörungen der Harnblase und des Beckenbodens richtig erkennen und richtig behandeln. Wovon sprechen wir, wenn wir über Blasenfunktionsstörungen oder auch Störungen im Becken allgemein sprechen? Eine Blasenfunktionsstörung an sich ist nicht eine Erkrankung, sondern sie steht als Sammelbegriff für eine Vielzahl von Symptomen, die wiederum vielfältige Ursachen haben können. Und Symptome dieser Art sind zum Beispiel eine unvollständige Blasenentleerung, das heißt eine Restharnbildung, bis hin zu einem Harnverhalt, also die Unmöglichkeit, überhaupt die Blase zu entleeren. Ein Symptom aus diesem Formenkreis ist auch ein häufiges Wasserlassen und das kleinere Mengen. Dazu zählt auch ein schmerzhaftes oder erschwertes Wasserlassen und natürlich auch, Ihnen sicherlich bekannt, der Verlust von Urin oder auch Stuhl, die sogenannte Inkontinenz. Ganz wichtig dabei ist zu wissen, dass gleiche Symptome ganz unterschiedliche Ursachen haben können, aber unterschiedliche Symptome wiederum gleiche Ursachen. Das macht die Auseinandersetzung mit diesem Thema so schwierig und so komplex. Ich möchte Sie gern mitnehmen auf eine kleine Reise, auf eine Expedition in das menschliche Becken. Und diese Reise hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sie soll Ihnen einfach zeigen, warum eben so vielfältige Probleme und Störungen existieren können und wo deren Ursachen unter Umständen zu suchen sind. Aus diesem Grund ein kurzer Exkurs in die Anatomie des Beckens, einmal des Mannes und der Frau. Sie sehen es in der oben gezeigten Abbildung. Das Becken besteht aus einer knöchernen Struktur. Sie sehen es grau gezeigt, einmal auf der linken Seite das Schambein bzw. im hinteren Anteil das Ostsacrum, das Steißbein, mit der Beckenwand drumherum bildet es den knöchernen Rahmen und damit im Prinzip auch das Gerüst des Beckens. Das Becken wird nach unten abgeschlossen, orange gezeigt, durch eine Muskelplatte, die existiert bei Mann und Frau, der sogenannte Beckenboden. Dieser Beckenboden, das zeige ich Ihnen gleich in den nächsten Folien, ist nicht nur eine Muskelschicht, sondern sie besteht aus mehreren Lagen, die übereinander in unterschiedlicher Zugrichtung angeordnet sind. Und damit die Organe des Beckens auch arbeiten können, gibt es natürlich Durchtrittsstellen durch diesen muskulären Beckenboden für die einzelnen Organe. Und beim Mann ist das natürlich die Harnröhre. Sie sehen hier oben die Blase. Unterhalb der Blase ist die Prostata angeordnet und durch die Prostata hindurch zieht die Harnröhre durch den Penis bis nach draußen zur Öffnung der Harnröhre.
im hinteren Anteil der Durchtritt des Enddarmes und bei der Frau kommt zu dieser Anordnung noch in der Mitte befindlich der Durchtritt für die Scheide, hier oben angeordnet die Gebärmutter. Und für diese einzelnen Durchtrittsstellen muss diese muskuläre Platte natürlich Öffnungen besitzen, die zum einen diesen Durchlass ermöglichen, aber eben auf der anderen Seite auch eine Abdichtung gewährleisten. Das betrifft die Harnröhre und das betrifft auch den Enddarm, also den Schließmuskel des Enddarms. Neben dieser Muskulatur finden sich auch Sehnen und Faszien sowie Bindegewebe, die im Prinzip dieses Gerüst des muskulären Beckenbodens stützen und ergänzen. Und wir finden natürlich auch Blutgefäße und Nerven, auf die gehen wir später noch einmal ein, die die Funktion der Organe im kleinen Becken koordinieren. Hier noch einmal gezeigt, die Anordnung der einzelnen Muskelschichten im Bereich des Beckenbodens. Sie sehen einen Blick hier von oben auf den Beckenboden selbst und hier sind die einzelnen Schichten mit ihren unterschiedlichen Zugrichtungen angeordnet. Diese Muskelplatte hier nochmal gezeigt mit den Durchtrittsstellen, der weibliche Beckenboden, einmal für die Blase, einmal für die Scheide und hier für das Rektum. Und Sie sehen hier schon angedeutet, rot die Muskelfasern, die im Prinzip den Durchlass des Rektums umspannen und in Form einer Acht auch um die Harnröhre herumziehen und hier einen Teil des Schließmuskels bilden. Diese Muskelfasern, wie ich eben schon erwähnt hatte, sind verbunden miteinander durch Bindegewebe und es gibt auch Sehnen- und Fasziengewebe, welches die muskuläre Schicht des Beckenbodens verstärkt. Hier nochmal ein Blick auf die einzelnen benannten Sehnenplatten und Faszien im Bereich des Beckenbodens. Sie sehen, es ist ein komplexer Aufbau, der natürlich in seiner Vollständigkeit und in seiner anatomischen Gegebenheit erhalten sein muss, damit eben auch die Funktion des Beckenbodens gewährleistet ist. Hier nochmal ein Bild aus dem Anatomieatlas und Sie sehen, die schematische Zeichnung, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist nur ein minimaler Teil der Realität, denn die Organe im kleinen Becken liegen sehr, sehr dicht beieinander und diese enge Nachbarschaft sowohl bei den Organen des Mannes als auch bei den Organen der Frau bedingen einfach eine teilweise auch verkoppelte Koordination, die eben Funktionsstörungen des einen und dann des anderen Organs bedingen können, wenn ein Organ in seiner Funktion oder Anatomie eingeschränkt ist. Das heißt, der Leitsatz, den wir aus dem Gesagten für die nächsten Ausführungen mitnehmen, ist, dass Anatomie und Funktion des Beckenbodens eine Einheit bilden. Und das ist ganz wichtig. Der Normalbefund, wir haben ihn eben ausführlich besprochen. Bei der Frau ist eben ein stabiler Beckenboden, der den Durchlass für die Harnröhre, für die Scheide und eben auch für den Enddarm bildet. Störungen im Bereich des Beckenbodens bei der Frau, Sie haben es wahrscheinlich im Vortrag gestern von meinen Kolleginnen der Gynäkologie schon gehört, sind Senkungszustände. Und zu typischen Senkungszuständen des Beckenbodens gehört eben ein Absinken im Bereich der vorderen Scheidenwand. Das heißt, die Blase gerät aus ihrer normalen Position heraus nach hinten, das heißt in die Scheide hinein, tritt dort tiefer und kann unter Umständen sogar über das Niveau des Introitus, also des Scheideneinganges, nach unten in die Tiefe treten. Eine Senkung kann es auch im Bereich des Enddarmes geben, eine hintere Senkung. Dort wölbt sich der Enddarm auch in Richtung Scheide vor und kann eben auch in unterschiedlichem Ausmaß innerhalb der Scheide zu finden sein, beziehungsweise unterhalb des Scheidenniveaus zu liegen kommen. Auch zentrale Senkungszustände, entweder wie hier gezeigt, der Gebärmutter, die durch die Scheide nach unten in die Tiefe tritt oder eben auch nach schon erfolgter Gebärmutterentfernung ein Ausstülpen sozusagen des Scheidenstumpfes allein
kann Folge einer Störung im Bereich des Beckenbodens sein, einer Störung der Anatomie. Nun stellt sich die Frage, warum kommt es zu solchen Senkungszuständen im Bereich des Beckenbodens? Was sind Ursachen dafür? Und Risikofaktoren für diese Veränderungen im Bereich des Beckenbodens sind bei der Frau, das ist hinlänglich bekannt, Schwangerschaft und Geburt, eine angeborene Bindegewebsschwäche, eine schwach ausgebildete Muskulatur, Stichwort Beckenbodentraining, ein Übergewicht, ganz klar, man kann sich vorstellen, der Beckenboden wird natürlich durch das Körpergewicht zusätzlich belastet. Eine zusätzliche Belastung stellt auch eine chronische Bronchitis dar, das heißt immer wieder Hustenattacken mit maximalem Druck, der sozusagen aus dem Bauchbereich in den Beckenboden transferiert wird. Schwere körperliche Arbeit und hormonelle Veränderungen, die im Laufe des Lebens stattfinden, zählen ebenfalls dazu. Wie sieht das? Wir haben gerade über den Beckenboden der Frau gesprochen und haben uns typische Veränderungen angesehen. Wie sieht es nun beim Mann aus? Der Beckenboden des Mannes, wir hatten es vorhin schon gesehen, ist im vorderen Teil so konzipiert, dass unterhalb der hier gezeigten Blase die Prostata zu liegen kommt und durch die Prostata hindurch, das heißt also aus der Blase heraus, tritt die Harnröhre und verläuft durch den Penis bis nach draußen. Im Laufe des Alters kommt es zu Veränderungen. Man weiß bis heute noch nicht genau, welche hormonelle Konstellation oder welche Konstellation allgemein dazu führt, dass die Prostata im Laufe des Lebens an Größe zunimmt. Und die Größenzunahme bei einer gutartigen Prostatavergrößerung beginnt vor allem im inneren Anteil der Prostata, sodass wir hier gezeigt eine Verengung der Harnröhre die Folge ist. Diese Verengung der Harnröhre bedingt, dass der Urin, der ja normalerweise durch die Harnröhre hier nach außen tritt, einen deutlich reduzierten Flow hat. Das heißt, dieser Urin muss einen höheren Widerstand überwinden. Und das beantwortet die Blase, indem die Muskulatur der Blasenwand einfach an Stärke zunimmt. Das ist wie ein Muskeltraining, was man durchführt, um eben den Urin aus dieser verengten Harnröhre nach außen transportieren zu können. Folgen dieses vermehrten Kraftaufwandes sind strukturelle Veränderungen in der Blasenwand oder eben auch, wie hier gezeigt, eine Restharnbildung. Typische Veränderungen anatomischer Art im Bereich des Beckenbodens beim Mann sind aber auch Veränderungen in der Harnröhre selbst, das heißt Strukturbildungen, Verengungen, die zum Beispiel nach Verletzungen, aber eben auch ohne äußere Einwirkung auftreten können. Neben diesem reduzierten Harnfluss durch diese verengte Harnröhre kann es auch zu Drangbeschwerden, sogenannten Lower Urinary Tract Symptoms kommen. Das heißt, der Patient äußert dann immer wieder einen ausgeprägten Drang und immer wieder das Bedürfnis, die Blase zu entleeren, wobei sie jeweils nur kleine Mengen Urin sozusagen aus der Blase entleeren lassen. Risikofaktoren für die Prostatavergrößerung. Ich hatte es bereits genannt. Es ist schlicht und ergreifend der Alterungsprozess, der stattfindet. Sie sehen hier, dass in der Altersgruppe über 50 Jahre circa knapp 20% aller Männer betroffen sind. Und in der Altersgruppe über 70 Jahre haben wir schon knapp 70% aller Männer, die eben eine Prostatavergrößerung aufzeigen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass die Größenzunahme der Prostata und Beschwerden, die daraus entstehen können, keinesfalls linear miteinander verbunden sind. Das heißt, eine geringe Vergrößerung der Prostata kann sehr starke Beschwerden auslösen. Eine stärkere Vergrößerung der Prostata dagegen überhaupt gar keine Symptome zur Folge haben. Weitere Einflussfaktoren für so eine Prostatavergrößerung sind mangelnde Bewegung, Übergewicht oder eben auch eine chronische Entzündung der Prostata selbst. Diskutiert werden Faktoren wie Alkoholkonsum und Rauchen, wobei es hier keine wirklich belastbaren Hinweise gibt. Ich habe Ihnen das nachfolgende Bild einmal mitgebracht, um neben der Organstruktur des Beckens auch einmal zu zeigen,
dass es dort eine Vielzahl von Nervenbahnen gibt, die verantwortlich sind für die Koordination und Steuerung der Organe. Und Sie sehen diese Nerven hier gelb dargestellt in diesem Bild, treten aus dem Spinalkanal aus und verlaufen auf unterschiedlichen Bahnen im kleinen Becken. Aus diesem Bereich heraus werden auch Nerven durch das kleine Becken geleitet, die verantwortlich sind für die Innervation, sowohl motorisch, das heißt also Muskelbewegung, als auch für die Sensibilität der Beine. Und was Sie deutlich sehen können und was hier sehr schön aufgezeigt ist, dass es Verästelungen zwischen den einzelnen Nerven gibt. Das heißt, diese Nerven kommunizieren miteinander, sodass Informationen von den Organen zu den zentralen Schaltstellen transportiert werden können und umgekehrt die Nerven eben Informationen aus den zentralen Schaltstellen, sowohl aus dem Miktionszentren als auch aus dem übergeordneten Kortex unseres Gehirns zu den Organen transportieren können. Wir gehen gleich nochmal näher darauf ein. Die neuronale Steuerung der Harnblase ist ein sehr komplexes System. Wir sehen hier den Aufbau unseres zentralen Nervensystems. Das heißt, wir haben das Gehirn, Großhirn und Kleinhirn. Wir haben hier den Hirnstamm, wir haben das Rückenmark. Und es ist einmal schematisch gezeigt, welche Nervenbahnen sozusagen verantwortlich sind für die Steuerung der Harnblase. Und wir haben hier einmal aus dem sogenannten Thorakalmark, also aus dem Übergang der Brustwirbelsäule in die Lendenwirbelsäule, Nervenfasern, die sowohl die Blasenwand selbst als auch den Schließmuskel der Blase innervieren. Und es gibt noch einmal aus dem sogenannten sakralen Miktionszentrum, also einem fast autonom arbeitenden Zentrum, Nervenfasern, die, wie hier gezeigt, einmal zur muskulären Blasenwand und einmal zum Schließmuskel bzw. zum Beckenboden ziehen. Und Sie sehen, dass diese Nerven die Koordination der Blase sozusagen steuern. Wir haben einen übergeordneten Kortex. Das heißt, wir haben nochmal eine bewusste Möglichkeit, auf diese nahezu autonome Steuerung der Blase einzuwirken. Sie alle können sich vorstellen, wenn Sie mit dem Zug oder dem Auto unterwegs sind und die Blase sozusagen sich meldet und eine Entleerung gewünscht ist, können Sie ganz bewusst diese Entleerung hinauszögern und eben auf diese autonome Steuerung einwirken, indem Sie hemmende Informationen weitergeben. Wichtig war mir, dass Sie einmal erkennen, wir haben also eine ganz komplexe Struktur, die so eine Funktion überhaupt möglich macht und die die Speicher- und Entleerungsphase von Harnblase und Enddarm koordiniert. Und aus dem Gesagten heraus können wir ableiten, welche Möglichkeiten der Einflussnahme es sozusagen durch Erkrankungen oder durch Verletzungen oder Störungen gibt, die sich dann wiederum in Blasenentleerungsstörungen, die in Blasenentleerungsstörungen deutlich werden. Wenn wir von lokalen Veränderungen sprechen, dann sprechen wir insbesondere von Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule. Und wir alle wissen, dass mit zunehmendem Alter ganz häufig, bedingt durch unseren aufrechten Gang, es zu degenerativen Veränderungen im Bereich der Lendenwirbelsäule bzw. am Übergang zum Ossacrum, also zum Steißbein, es dort kommt. Diese Degeneration, verbunden teilweise mit Bandscheibenvorfällen oder eben auch osteoporotische Veränderungen, die eine Sinterung von Wirbelkörpern zur Folge haben kann oder aber auch eine Engstellung des Spinalkanals, kann eine Kompression auf die hier gezeigten Nerven ausüben. Und Sie können sich vorstellen, dass ein Nerv, der komprimiert wird, sicherlich nicht seine normale Funktion ausüben kann und eben sicherlich nicht die Information zur Blase oder von der Blase weg transportieren kann. Neben diesen lokalen Veränderungen an den Nerven,
insbesondere im Bereich der Lendenwirbelsäule, gibt es eben auch generalisierte neurologische Erkrankungen, die Einfluss nehmen auf die Koordination und die Entleerung der Blase. Peripher wäre das zum Beispiel eine Erkrankung der Nerven selbst, also eine Neuropathie, die insbesondere auch bei einem fortgeschrittenen Diabetes auftreten kann. Es gibt aber auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems, wie zum Beispiel ein Hirninfarkt, eine Demenz, wozu auch der Morbus Alzheimer zählt, eine Erkrankung mit einem Morbus Parkinson oder aber eine Multiple Sklerose. Das sind alles Erkrankungen unseres zentralen Nervensystems mit Einfluss auf die Koordination der Blasenentleerung. Und unsere Aufgabe ist es, mit detektivischer Arbeit die Ursachen herauszufinden, warum es eben zu Störungen der Funktion im Bereich des Beckenbodens, insbesondere der Blase, des Darmes oder eben auch zu Senkungszuständen kommen kann. Welche Möglichkeiten haben wir, dies herauszufinden? Und am Anfang steht in der sogenannten Basisdiagnostik eine ganz ausführliche Erhebung der Anamnese, also der Krankengeschichte. Das heißt, man muss wissen, welche Vorerkrankungen liegen vor. Gibt es Voroperationen oder Traumata, also Verletzungen? Welche Medikamente werden eingenommen? Oder gibt es Geburten, also Belastungen sozusagen im Bereich des Beckenbodens, die vorausgegangen sind? Zur Basisdiagnostik zählt auch die Untersuchung des Urins und des Blutes, sowie natürlich eine körperliche Untersuchung und eine Sonographie des oberen und unteren Harntraktes. Und dazu zählt natürlich auch die urogynäkologische Untersuchung der Frau, auch mit einem Ultraschall, sowie die Abklärung der Prostata, auch mit einem Ultraschall beim Mann, nämlich der transrektalen Ultraschalluntersuchung, sowie des äußeren Genitale. Diese Basisuntersuchung kann man erweitern, um eben Aufschluss über Veränderungen der Blase selbst zu bekommen durch eine erweiterte Diagnostik. Und das, was Sie hier sehen, ist das Instrumentarium, was man für eine Blasenspiegelung benötigt. Oben links gezeigt einmal ein starres Instrument, was man vorrangig bei der Frau einsetzt. Oben rechts ein flexibles, vergleichbar mit den Endoskopen, die man bei der Magen- und Darmspiegelung verwendet, eben nur deutlich miniaturisiert. Und das, was ich Ihnen mitgebracht habe, sind im unteren Anteil links und in der Mitte zwei Bilder, die eben typische Veränderungen im Bereich der Harnblase zeigen, wenn die Blase gegen einen erhöhten Widerstand arbeitet. Sie sehen hier rund dargestellt den Eingang in ein sogenanntes Divertikel. Das sind Aussackungen der Blasenwand, wenn sich, wie hier in der Mitte gezeigt, die Muskelzüge der Blase verstärken müssen, wenn eben die Miktion, das Wasserlassen, gegen einen erhöhten Widerstand stattfindet. Und hier sehen Sie schon angedeutet solche kleinen Divertikel, also Ausstülpungen der Blasenwand. Und eine mögliche Ursache, das hatten wir eingangs besprochen, ist eben eine Prostatavergrößerung. Diese sehen Sie hier mit dem Blick aus der Harnröhre Richtung Blase. Links und rechts die beiden sich sozusagen nahezu berührenden Seitenlappen und hier die Markierung durch den Samenhügel. Und Sie können sich vorstellen, dass die Blase sehr viel arbeiten muss, um eben den Urin durch so einen schmalen Spalt zu entleeren. Weitere Möglichkeiten der spezifischen Diagnostik der Blasenfunktion sind natürlich gegeben und eine davon ist die sogenannte urodynamische Untersuchung der Harnblase, die man mit einer Röntgenuntersuchung erweitern kann, dann als videourodynamische Untersuchung. Und dazu benötigt man solch eine Messapparatur. Das ist eines von verschiedenen Messapparaturen, die zu diesem Zwecke auf dem Markt sind. Und das, was man erreicht, ist hier im rechten Bild einmal dargestellt. Über einen in die Harnblase eingelegten Messkatheter wird diese aufgefüllt und während der Füllung sozusagen die Aktion der Blase gemessen. Das heißt, wir bekommen eine Aussage über deren Stabilität, über die Kontraktionsfähigkeit, schlussendlich in der Entleerungsphase, über die Compliance der Blase, das ist also die Dehnungsfähigkeit
die Kapazität schlechthin, das heißt, wie viel Urin kann die Blase aufnehmen. Und wir bekommen natürlich auch eine Aussage darüber, ob die Blase die eingefüllte Flüssigkeit, den Urin halten kann oder ob eben eine Inkontinenz vorliegt. Ich würde einmal übergehen aus dieser kleinen Auswahl an allgemeiner und spezifischer Diagnostik zu den möglichen Behandlungsverfahren, die wir bei den eben genannten Erkrankungen im Bereich des Beckenbodens und der Blase haben. Und das, was man sich grundlegend vor einer Therapie, solch einer Störung, klar machen muss, ist in folgender Kaskade einmal gezeigt. Zunächst muss klar sein, ob eine Ursache für die Fehlfunktion der Blase, des Beckenbodens oder auch des Darmes zu erkennen ist. Ist das der Fall, stellt sich die Frage, ob die erkannte Ursache behandelbar ist. Das heißt, wenn Sie eine osteoporotische Sinderung beispielsweise der Lendenwirbelsäule haben und der Nerv dort komprimiert ist, dann haben Sie keine Möglichkeit, diese Sinderung zu beheben, sondern Sie können eben nur, wie hier aufgezeigt, symptomatisch therapieren. Gleiches gilt für die Tatsache, eine Ursache für die vorliegende Störung ist nicht erkennbar. Wir nennen das idiopathisch. Auch dann habe ich nur die Möglichkeit, mit einer symptomatischen Therapie sozusagen gegen diese Störung anzugehen. Erst dann, wenn ich sowohl Ursache erkenne, als auch die Ursache behandelbar ist, kann ich eine gezielte Therapie dieser Störung auswählen. Und das, was ich Ihnen noch einmal an Auswahl mitgebracht habe, ist zum Beispiel die Therapie einer Beckenbodensenkung, die wiederum mit einer Funktionsstörung der Blase einhergehen kann. Sie können sich vorstellen, wenn der gesamte Beckenboden nach unten durchtritt, beziehungsweise einzelne Organe wie hier die Gebärmutter oder eben auch die Blase selbst tief nach unten tritt in das Niveau des Scheideneinganges, also tief in das Becken hinein, dann führt diese anatomische Veränderung auch zu einer Fehlfunktion. Und bei der Blase kann das sein, dass sie sich nicht oder nur schwer entleeren lässt. Zum anderen, dass die Blase sehr instabil wird und diese Senkung mit einer Drangsymptomatik, mit sogenannten irritativen Beschwerden beantwortet. Und hier habe ich die Möglichkeit, wie vielleicht gestern auch schon durch meine Kollegen der Gynäkologie besprochen, durch eine einfache Reposition der tiefer getretenen Gebärmutter beziehungsweise des tiefer getretenen Vaginalstumpfes, in dem dort ein sogenanntes Pessar platziert wird, die Blase wieder aus dieser abgesenkten Position heraus in ihre normale anatomische Lage zu bringen, in der sie dann eben auch die Möglichkeit hat, wieder ihre normale Funktion auszuüben. Diese Pessar-Einlage ist sozusagen die einfachste Form einer Korrektur, einer anatomischen Korrektur. Komplexere Formen sind natürlich operative Verfahren, zum Beispiel einer sogenannten Plastik, damit die tiefer getretene Blase wieder ihre normale Position erreicht, oder bei komplexeren Senkungen im Bereich des Beckenbodens eine operative Korrektur, bei der man Gebärmutter oder eben auch Scheidenstumpf hier im Bereich des Ossacrum, also des Steißbeines, fixiert. Das tut man ganz häufig mit einem Netzinterponat und so wieder die Organe in ihre normale anatomische Position bringt. Bei Veränderungen, wie wir sie beim Mann finden, das heißt also im Bereich der Prostata, Prostatavergrößerung oder eben auch Veränderungen der Harnröhre, wie die Ausbildung einer Striktur, haben wir operativ die Möglichkeit, sowohl die Prostata auszuschälen, das heißt diese Obstruktion, diese Einengung zu beheben. Und das Gleiche kann ich tun, indem ich mit einem kleinen Messer oder eben auch lasergestützt solche Engen der Harnröhre beseitigen kann, sodass anatomisch das Hindernis beseitigt ist. Ich habe Ihnen einen kleinen Film mitgebracht, der einmal zeigt, wie so eine Resektion der Prostata durch die Harnröhre vonstatten geht, dass Sie hier einen kleinen Eindruck gewinnen können.
Das ist der Blick von der Harnröhre. Wir hatten es in der Zeichnung vorhin gesehen. Von der Harnröhre Richtung Blase. Und Sie sehen die beiden Seitenlappen, die sich quasi berühren und den Blasenauslass einengen. Und genau diesen Bereich kann man operativ verkleinern. Sie sehen, wir gehen jetzt hier weiter Richtung Harnblase. Hier oben öffnet sich die Harnblase. Dies ist der Mittellappen, der ist hier gering ausgeprägt. Hauptsächlich einengend wirken die beiden Seitenlappen. Der Blick in die Blase, auch hier sehen Sie die Trapekelbildung, die wir vorhin angesprochen haben. Und das, was Sie jetzt erkennen, ist dieses operative Verfahren, bei dem man mit einem elektrischen Strom, der durch diese Schlinge fließt, das Gewebe, das überschüssige und obstruierende Gewebe der Prostata abtragen kann. Die entstandenen Gewebeschnipsel werden anschließend ausgespült und zur feingeweblichen Untersuchung eingeschickt. Und die eröffneten Blutgefäße werden am Ende mit dem gleichen Instrument verschorft, sodass wir dort eine trockene Resektionsfläche haben und am Ende dieser Operation eben diese Obstruktion, diese Einengung beseitigt haben. Einfachere Möglichkeiten der Beseitigung einer Einengung sind die Einlage von oder ist die Einlage von verschiedenen Kathetern. Dazu kann man einen Katheter durch die Harnröhre einbringen oder eben auch unter Vermeidung der Harnröhre direkt durch die Haut suprapubisch oberhalb der Symphyse diesen Katheter in der Blase platzieren. Das Ganze hat den Vorteil, dass man eben ein Training der Blase weiterhin durchführen kann, da der normale Weg, also via naturalis, frei ist. Hier unten einmal beispielhaft gezeigt, es gibt auch spezielle Katheter für die intermittierende, also für die immer wiederholte Selbst- oder Fremdkatheterisierung. Das ist nur ein Beispiel für ein vielfältiges Angebot, was man auf dem Markt findet. Welche Möglichkeiten habe ich nun, eine überaktive Blase zu behandeln? Und da bietet sich eine ganze Reihe von medikamentösen Möglichkeiten. Das eine sind verschiedene Präparate, die der Gruppe der Antimuskarinergika zuzuordnen sind. Das sind Tabletten, das sind also Medikamente, die die Blase entspannen und damit eben diese Drangsymptomatik beeinflussen können. Ein neueres Präparat, wenn diese Medikamente nicht vertragen werden, zum Beispiel aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen, ist Mirabegron. Das ist ein Beta-3-Rezeptorblocker, der ebenfalls zur Entspannung der Harnblasenmuskulatur führt. Und wir haben, wenn diese beiden medikamentösen Therapien sozusagen fehlschlagen, noch die Möglichkeit, Botulinumtoxin, also ein Nervengift, direkt in die Blasenwand einzubringen und dort eben für eine Entspannung der Blasenwand und eine Verminderung der Drangsymptomatik zu sorgen. Botulinumtoxin wirkt 6 bis 9 Monate und wir haben dazu eine bestimmte gut definierte Menge, die auch schon lange Zeit erprobt ist, die dort in die Blasenwand eingebracht werden kann. Wenn es sich um neurogene Ursachen der Blasenentleerungsstörung handelt, welche Möglichkeiten haben wir dann? Sind periphere Nerven betroffen an lokaler Stelle, wie hier aufgezeigt, durch eine Kompression, einen Bandscheibenvorfall beispielsweise, kann dieser konservativ oder eben auch operativ korrigiert werden. Gleiches gilt für Verletzungen, also Traumata. Bei generalisierten Nervenerkrankungen, wie beispielsweise bei einem Diabetes mellitus, kann eine Diabeteseinstellung bzw. die Substitution von Vitaminen der B-Gruppe zumindest einen Support liefern, wenn auch keine entscheidende Behandlung darstellen. Generalisiert eben auch andere Neuropathien, wie zum Beispiel durch Alkoholmissbrauch. Wir wissen, dass Neuropathien an sich schlecht behandelbar sind und man eigentlich sozusagen ein Resultat vorfindet, was auf Grundlage der eigentlich ursächlichen Erkrankung entstanden ist und nicht mehr reversibel ist. Erkrankungen des ZNS, die zu
Funktionsstörungen der Blase oder im Bereich des Beckenbodens führen sind. Das hatte ich schon genannt, die Multiple Sklerose. Die kann man heutzutage medikamentös zunehmend besser behandeln. Und durch diese medikamentöse Behandlung kommt es zu einer Verlangsamung des Verlaufs. Auch ein Schlaganfall kann symptomatisch behandelt werden, beziehungsweise eine Erkrankung mit einem Morbus Parkinson kann medikamentös eingestellt werden, woraus dann eben auch eine bessere Funktion der Beckenorgane resultieren kann. Es gibt noch eine spezielle Form der Behandlung von neurogenen Störungen im Bereich des Beckenbodens, die Blase, aber eben auch den Enddarm betreffend. Und das ist das Prinzip der Sakralnervenstimulation. Hierzu werden die Sakralnerven aus den Abgängen S2 bis S4 mit Hilfe von schwachen elektrischen Impulsen stimuliert. Und diese schwachen elektrischen Impulse werden durch eine dort platzierte Elektrode in Verbindung mit einem sogenannten Schrittmacher, also einem batterieversorgten Gerät, dorthin transportiert. Dieser elektrische Stimulus ist kalibrierbar, das heißt, er kann angepasst werden in seiner Stärke durch eine entsprechende Steuerung, die von außen stattfinden kann. Und diese Sakralnervenstimulation kann eingesetzt werden bei Vorliegen einer Blasenentleerungsstörung vom hypotonen Blasentyp sozusagen oder eben auch bei Drangbeschwerden, die mit oder ohne Urinverlust einhergehen. Diese Stimulation kann aber auch angewandt werden bei einer bestehenden Stuhlinkontinenz oder schweren Obstipation des Darmes. Und ich habe Ihnen hier einmal mitgebracht ein kurzes Video, wie diese Implantation der Elektrode bzw. des Schrittmachers vonstatten geht. Der Patient liegt auf dem Bauch. Die Implantationsstelle, Sie sehen es hier unten, das ist das aus Sacrum, hier sind die Austrittsstellen der Nerven, stimuliert wird zwischen S2 und S4. Über diese eingebrachte Hohlnadel wird nun hier einmal die Inzision der Haut, eine Hülse eingebracht, die sehen Sie hier. Der Draht, der Führungsdraht wird entfernt und über diese Hülse wird nun die Elektrode hier unten an den Nerven verbracht, hier sehen Sie sie. Und über diese Elektrode kann nun eine Stimulation durch elektrische Impulse erfolgen. Es gibt die Möglichkeit, zunächst mit einer Testung zu arbeiten, bevor man die dauerhaft dort implantierte Elektrode einsetzt. Und so hat man eben die Möglichkeit, eine positive Wirkung auf die Blasenfunktion oder eben auf die Darmfunktion auszuüben. Sie sehen, hier ist sozusagen das Gerät, was der Patient erhält, um die Intensität und eben die Dauer dieser Stimulation der Nerven zu beeinflussen. Hier ist sehr schön gezeigt, wie eben die Aktivität sozusagen der Blase und auch des Enddarms positiv beeinflusst werden kann. Dieser temporäre Tester, der ist eben gerade entfernt worden und hier sehen Sie die nun implantierte, das tut man oder das positioniert man in einer glutealen Tasche, das heißt im Gesäß der Batterie, die dann diesen Dauerbetrieb gewährleistet. Mit dem letzten Video möchte ich sozusagen meinen Ausflug mit Ihnen in den Bereich des Beckenbodens aus urologischer Sicht beenden. Dann darf ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich habe Ihnen nochmal, falls weitere Fragen bestehen, noch Unklarheiten oder auch Interesse für weiterführende Themen. Das ist das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Hamburg-Ost. Sie können auch direkt die einzelnen Abteilungen dort aufsuchen, das heißt die Viszeralchirurgie, die Gynäkologie oder eben auch die Urologie. Sie finden uns in der Asklepios-Klinik Wandsbek. Im Internet sicherlich auch Telefonnummer und Routenplanung zu finden. Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ich danke Ihnen.